Ich glaube, dann ist es an der Zeit, nicht mehr zu warten, sondern erst Brüder auf die Bühne zu bitten. Er tritt an für Karl und hier ist er für euch. Euren Applaus für der Tom! Ja, ich habe gerade überlegt, will jemand Slayer hören? Dann überziehe ich. Das lohnt sich nicht. Dein Applaus, du kannst alle anderen mit deinem Grölen dann überschatten. Bei der Applausabstimmung, dann wäre das okay. Nein, ich überziehe aber nicht, sondern lese einen Text, der Hassliebe heißt. Wir kennen uns schon so lange, aber jetzt habe ich das Bedürfnis, dir diesen Brief zu schreiben, denn du treibst mich in den Wahnsinn. Es gibt so vieles, wofür ich dich inständig liebe, aber auch so vieles, wofür du mich dich hassen lassen willst. Ich liebe dich dafür, dass mit dir alles so viel einfacher ist. Ich liebe dich für deine Ecken und Kanten, für dein unglaubliches Wissen. Ich kann dich alles fragen und du zitierst mir auf Anhieb Wikipedia. Ich liebe dich dafür, dass du mit mir das Internet explorst, Minen suchst und Solitär spielst. Also du mit mir sozusagen, du, der für deine Vorder- und deine Rückseite, für deine 2,6 Milliarden Herzschläge pro Sekunde. Und ich klicke so gerne deine Maus. Du kannst mir Vorträge über asymptotische Laufzeiten in Theta-Notationen und Cobb-Douglas-Nutzenfunktionen für Giffenguts halten, aber gleichzeitig bist du auch so verspielt. Obwohl ich zutiefst überzeugter Pazifist bin, spiele ich mit dir Krieg, laufe mit dir über Battlefields und hole zum Counter-Strike aus. Ich liebe dich dafür, dass du immer, wenn wir zusammen unterwegs sind, mir neue Leute vorstellst. Du fragst mich dann, kennst du schon? Stefan Nesarczyk von der FH Graubünden, er studiert übrigens Wirtschaftspädagogik, ist mit dir links und solo. Ich liebe dich für so vieles, aber ich hasse dich doch auch für so vieles. Ich hasse dich dafür, dass du mir nur allzu deutlich machst, dass du mit mir unzufrieden bist. Ständig legst du mir Briefe ins Postfach, in denen du mir eine Penisverlängerung vorschlägst. Du fragst mich, ob ich nicht vielleicht Viagra bestellen möchte. Was soll denn das? Ich hasse dich dafür, dass du immer, wenn wir Streit haben, andere sofort mit hineinziehen willst. Weißt du noch das eine Mal? Es war doch eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber du musst ja gleich jedes Mal einen Problembericht an deine Mutter schicken. Weißt du, wir kriegen das nicht allein geregelt. Ich hasse dich, wenn ich nach Hause komme und du bist abgestürzt wegen zu viel Input, dann bist du völlig blau. Dann kann man überhaupt nichts mit dir anfangen. Du fasst immer nur was von beliebiger Taste. Ich hasse dich dafür, dass du nie den Müll rausbringst. Immer muss ich den Papierkorb leeren. Ich hasse dich dafür, dass du mehr Fans hast als ich. Und ständig schleppst du uns neue, obskure Sachen ins Haus. Eine Blume, die jedes Mal tötet macht, wenn man sie drückt. Einen großen roten Regenschirm, auf den du mit weißen Lettern Antivir geschrieben hast, damit du dich nicht mehr mit Viren infizierst, wenn du im Regen spazieren gehst. Und einen brennenden Fuchs. Hallo? Du hast fast die ganze Bude in Brand gesteckt und plötzlich haben wir eine Firewall. Ich weiß noch, wie wir unsere erste gemeinsame Wohnung hatten. 95. Ich wohnte mit dir allein zusammen im Keller. Es gab zwar kein Licht, aber ganz viele Fenster. Und wenn ich dann dachte, du würdest vielleicht frieren und sie zumachen wollte, dann liebte ich dich schon damals für deine Umsichtigkeit. Den Griff schon in der Hand zum Umdrehen bereit und da brachst du mich auf dem Bett sitzend. Schatz, warte, halt! Bist du dir sicher, dass du dieses Fenster jetzt schließen möchtest? Das war eine klapprige alte Bude. Du hast mir extra große X'e da hingemalt, wo ich draufdrücken sollte, damit sie zugehen. Aber manche gingen einfach nicht zu, so sehr ich es auch versuchte. Und wo es dann schon so kalt war in unserer Wohnung, da habe ich dir einfach einen Pinguin als Haustier gekauft und alles war wieder gut. Ich liebe dich dafür, dass du zwar Spaß verstehst, dich aber nicht von mir veräppeln lässt. Und dafür, dass du Nichtraucher bist. Und falls du doch mal qualmst, bringt mich das zum Weinen, weil ich dich dann bestimmt dazu verleitet habe. Dann rauchst du F6 und F7 und F8 und all die anderen Fs von 1 bis 12. Ich gehe so gern mit dir ins Kino. .to. Am liebsten in Komödien, weil ich dein Lachen so mag. Lol. Hoffelkopter. Aber eines gibt es, das macht dir keine nach, wie du mich befriedigen kannst. Du bist für jede Sauerei bereit. Ich meine, eigentlich solltest du es doch wissen. Also warum fragst du mich jedes Mal, bevor wir zur Sache kommen, ob ich denn auch wirklich 18 bin? Aber darüber kann ich hinwegsehen, denn spätestens seitdem es USB gibt, lässt du ja fast alles in mich hineinstecken. Wie wichtig. Ach, weißt du, ich möchte, dass du immer bei mir bleibst. Immer bei mir bleibst. Immer bei mir bleibst. Immer bei mir bleibst. Steuerung, Alt, Entfernen. Dankeschön.